schnellen Hufes kommt heute Morgen das Vollblut von Mojo, die 38, 72, 91 daher galoppiert. Vollblüter, oder beziehungsweise englische Vollblüter, kennt man ja, haben so drei Stammväter, dem Bayerly Turk, den Daly Arabian und den Godolphin Arabian, welcher ein direkter Vorfahr von dem berühmten Rennpferd Eclipse ist. Meistens sind es braune Füchse, Rappen, seltener Schimmel, wobei natürlich im Moment gerade in den USA so eine Schimmelschwemme entsteht, da einige der berühmtesten oder der besten, angeblich besten Zuchthengste Schimmel sind. Es gibt auch weiße Pferde, nicht mit Schimmel zu vergleichen. Da gibt es in Japan eine ganze Reihe davon, die auch sehr, sehr beliebt sind. Und zudem auch einige Schecken, die, soweit ich weiß, aber alles Overos sind. Ich habe keine anderen bis jetzt gesehen. Also immer nur eine Overo-Scheckung. Hier haben wir, wie gesagt, ein braunes Vollblut. Auch hier braun. Ohren. Ganz braun. Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr so zu sagen. Relativ breite Blässe und noch ein recht breites Gesicht. Ich hätte es jetzt ein bisschen schöner gefunden, wenn die Blässe oben nicht einfach so abgeschnitten wäre, sondern so ein bisschen spitz zulaufen würde, würde dem Kopf ein bisschen feinere Note verleihen. Aber sonst hat man hier schon einige Details rausgearbeitet. Das Pferd ist hier unten, auch hier an der Nase hätte man so ein bisschen mehr Farbe reingeben können. Augen sind schwarz, glänzend. Das Pferd ist so ein bisschen in sich glänzend, wie man das hier so sieht. Nicht wirklich hochglänzend, aber es hat so einen leichten Schimmer drin. Ja, so semi-glossy würde ich das nennen. Es ist auch so, würde ich sagen, in Rennkondition. Es ist nicht wirklich überfüttert. Auch wenn man normalerweise bei einem Rennpferd, was im Training steht, ein bisschen mehr Bemuskelung sehen möchte eigentlich. Vielleicht ist es ja am Anfang, würde auch dann einiges andere erklären. Vorne die Brust umgedreht. Auch hier haben wir natürlich alles so ein bisschen so rot-braun schattiert. Eine sehr gängige Farbe. Vier weiße Füßchen mit hellen Hufen. Was seltener ist, dass sie so gleichmäßig sind. Es handelt sich um einen Hengst. Ja, auch hier sieht man, wie ich das immer sehr gerne sage, ein bisschen Farbe dran. Obwohl, ich habe sie gerade ausgepackt. Alles, was wir hier zeigen, ist nicht von den Firmen uns gegeben, sondern ist aus der normalen Ware, die wir kaufen. Wir bekommen auch nichts dafür, dass wir es hier zeigen. Es geht wirklich einfach darum, so ein Modell mal vorzustellen, dass man sich das ein bisschen genauer vorstellen kann, weil man hat ja nicht mehr die Möglichkeit, die Sachen in die Hand zu nehmen. Es gibt immer weniger Läden, die alles Mögliche haben und es gibt immer weniger, generell Läden, die überhaupt was haben, außer Schleich. Schleich bekommt man relativ gut, aber auch nicht immer alles. Und bevor man dann irgendwo losgeht und sich was suchen möchte, ist es doch ganz gut, wenn man schon vorher mal einen Eindruck bekommt. Und auch hier gerade im Online-Geschäft ist es natürlich schön, wenn ich die Sachen mal so sehe, mit allem drum und dran, außerhalb von ihren Katalogbildern. Mähne ist schön schwarz, hier unten ein leichter Ansatz. Also alles in allem ein sehr schönes Modell, also auch sehr, sehr gut geeignet, würde ich sagen, für einen eigenen Anstrich. Wir haben ja doch eine ganze Menge Leute dabei, die die Pferde repainten und ihnen ein neues Feldkleid verpassen. Ich denke, wenn man hier sich so eine Galopperserie aufbauen möchte, wäre er doch ganz gut geeignet. Es gibt nicht viel zu dem Modell zu sagen, außer im Groben und Ganzen gefällt es mir recht gut. Es ist was anderes. Es ist, ja, wir haben nicht so viele englische Vollblüter im vollen Galopp. Es gibt noch einen von Mojo, hätte ich schon was gesagt, das ist ja Mojo, von Safari. Den zeigen wir auch irgendwann mal, aber das ist schon ein älteres Modell. Und so überzeugt von dem englischen Vollblut war ich jetzt nicht in dem Fall. So, damit, wie immer schon, sind wir zum Ende dieser kurzen Session und es ist die Zeit für das typische Happy Collecting. Bleibt gesund und habt viel Spaß.